Tod in ZDF-Sendung. Steven Gätjen verabschiedete sich noch. Für die sechsteilige ZDF-Doku reisten sechs Senioren durch sechs verschiedene Länder, zurück kamen sie nur zu fünft. Für Lothar 80 sollte es das letzte Abenteuer gewesen sein, er starb an den Folgen einer tückischen Lungenentzündung, als er gerade auf dem Weg in ein Krankenhaus im thailändischen Bangkok war. Zuvor hatte er bereits angekündigt, dass er die Dreharbeiten zur Show krankheitsbedingt abbrechen muss. Moderator Steven Gätjen, 45, hatte deshalb noch die Gelegenheit, sich von dem Kandidaten zu verabschieden. Dex Schlag den Rapost konnte allerdings nicht ahnen, dass es sich um ihre letzte Unterhaltung handeln würde. Die komplette Reisetruppe nahm noch Abschied von ihrem Urlaubsfreund auf seinem Hotelzimmer in Vietnam. Von dort aus sollte der ehemalige Bürgermeister eigentlich nur einen Zwischenstopp in Bangkok einlegen, um dann die Heimreise nach Deutschland anzutreten. Auch drückte ihn noch einmal ausgiebig ein allerletztes Mal. Die Crew setzte gerade die Dreharbeiten in Vietnam fort, als die Nachricht über Lothars Tod eintraf und alle schockte. Als das mit Lothar passiert ist, hat uns das allen den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war ein Moment, der extrem wehgetan hat und der mich immer noch sehr traurig macht, verriet der Moderator vor laufenden Kameras. Nach dem Unglück war eine Weile unklar, ob die Sendung jemals ausgestrahlt werden würde. Nach Rücksprache mit der Familie des Verstorbenen entschied der Sender jedoch, das Format wie geplant zu zeigen. Vom 24. Juli bis zum 2. August flimmerte die Reihe über die Mattscheiben.